Die Spannung ist kaum mehr auszuhalten. Wir müssen mal nachgucken, ob unsere Kühlanlage funktioniert. Also, wir gucken mal. Es kommt ein bisschen Wasserstoff hier an, liebe Leute. Der Wasserstoff wird hier oben hochgebracht und, wow, staut sich aber ganz schön hier zurück hier. Da wird ja gar nichts verbraucht, sehe ich gerade. So, was jetzt noch fehlt, ist hier die Wasseranlage. Also, es wird schon gekühlt hier oben. Und irgendwas tropft hier. Was ist denn das? Da kommt jetzt Eis, das auf den Boden fällt, wo auch immer das hertropft. Irgendwoher von den Rohren. Aber in den Rohren ist noch gar nichts drin. Das wird wahrscheinlich gleich wieder schmelzen dann und dann hier runterlaufen. Naja. Und dann hier runterlaufen. Und dann hier runterlaufen und dann hier runterlaufen und dann auf unsere Pilze drauf. Naja. Also, was jetzt noch fehlt, sind die Rohre hier oben. Wieso wird hier nichts gebaut, Leute? Da habe ich hier Priorität 9 wahrscheinlich, weil wir keine veredelten Metalle mehr haben. Jemand hat wieder Hunger. Ich verstehe nicht, wieso die Leute nichts essen, wenn sie Hunger haben. Ihr müsst doch einfach nur ein bisschen was schnabulieren. Was wollte ich denn nachschauen? Ach ja, unser Auftrag hier, 14 Eisen noch. Also irgendjemand muss noch Olli auf den Button draufklopfen. Jawohl, jawohl, fester, fester, du Sau. Schlag drauf, drück den Knopf, schneller. Wunderbar, es dauert echt lange, bis das hier durch ist. Wir gucken mal in die Prioritäten. Das müsste ja eigentlich hier die Bedienung sein. Bedienen kann jeder. Wir setzen hier mal die Prioritäten bei euch. Wenigstens die, die schon mal ein bisschen besser geworden sind beim Bedienen der Maschinen. Einmal ist das Mima und einmal Hastur. Das hier ist jetzt der Otto, der hier bedient. Auch ein bisschen doof, dass der das jetzt macht, aber okay. Habe ich ihm halt nicht verboten. So, wir haben wieder etwas erforscht und zwar lauter Gatter, die wir wahrscheinlich nie und nimmer verwenden werden. Nächste Stufe ist die Datenverarbeitung mit Planetarium, Duplikantenkontrollpunkt, Arcade-Automat, Gatter, Umschalter und Signalzähler. So, das heißt jetzt für euch, ihr müsstet eigentlich jetzt hier dann auch das fertig bauen können. Wunderbar, okay. Also. Ah, okay, es kommt noch kein Wasser, weil wir noch nichts produziert haben hier. Ja, dann wird es aber Zeit jetzt. Dann wird es jetzt aber Zeit. Das heißt, einmal hier oben die Produktion einstellen. Ah, doch nie. Ah, shit. Oh. Wir müssen ja noch produzieren, liebe Leute, weil wir für die Maschine hier oben, wir brauchen ja noch das spezielle Kabel hier. Für die 1200 Watt hier. Uff. Meine Güte. Okay, ich brauche noch einiges an Material. Wir brauchen wieder jemanden, der auf den Button drückt. Und zwar ordentlich auf den Button drückt. So. Nächster Punkt, Sauerstoffversorgung. Die Sauerstoffversorgung, die gehen wir jetzt noch vor der Solarproduktion hier oben an. Obwohl wir auch hier oben das Problem mit der Kabelleitung haben. Yep. Wir müssten die Kabelleitung nochmal aufteilen in zwei Stück. Ja, oder wir widmen uns jetzt wirklich erstmal hier der Veredelung und hauen dann die Metalle ordentlich raus und werden erstmal alles schön neu verkabeln. Wir brauchen ja für den großen Transformator brauchen wir 200 veredeltes Metall. Ich weiß gar nicht, ob man die dann einfach hier ersetzen kann oder ob die mehr Platz einnehmen. Starke Leiterverbindungsplatte. Wir müssen das alles noch ersetzen. Ich hoffe, ich kann das einfach mit Upgrades machen. Das Problem ist, dadurch, dass jetzt hier das noch läuft hier und das noch läuft,
sind wir jetzt hier über den 1000. Wenn wir jetzt dann nochmal zwei dieser Sauerstoffdinger anschließen und zwei dieser Pumpen, dann wird es natürlich noch kritischer. Kann ich das temporär umgehen, indem ich von woanders nochmal abzwacke? Wir haben hier unten nur 150 Watt. Also wir könnten hier abzwacken und nochmal eine zweite Leitung, eine zweite separate Leitung hier hochlegen. Hier rüber. Was wir machen können, ist, wir können ja schon mal anfangen zu planen. Was wir brauchen, ist, wir brauchen wieder die Wasserleitung, die dann zum Beispiel hier rüber geht. Vielleicht würde er eher lieber in die Richtung gehen jetzt. Ohne, dass wir das hier oben kaputt machen. Das hier ist Sand. Ich denke mal, das fällt alles runter, wenn ich hier ausgrabe. Aber wenn wir nur den Bereich ausgraben, müsste es eigentlich reichen. Und hier vorne hauen wir dann die Pumpen rein. Ich sehe gerade, wir haben auch noch Automatisierungskabel da. Automatisierung weg. Weg. Oder? Ach so, wir haben einen. Ah, okay, wir haben einen entsprechenden. Das ist ja gar nicht verbunden hier oben. Der Kollege hier oben ist gar nicht angebunden. Wir haben hier eingestellt, was? 500 Gramm. Komisch. Nichts bauen jetzt, weil ich keine veredelten Metalle mehr habe. Deswegen pumpt er auch immer. Also das können wir schon mal noch optimieren. Dann wird hier ausgegraben. Hier rüber. Ich habe übrigens gelernt, hier vorne, dort wo diese komischen Dinger hier sind, dass es hier offenbar was zu essen gibt. Also überall, wo quasi das Gestein so angecrackt ist, gibt es offenbar was zu essen. Dann die Kabelleitung. Dann Elektrolyseur. Die können wir ja wieder nebeneinander setzen. Die Pumpen, die setzen wir dann einfach hier draußen. Dass wir nochmal eine Pumpe dazu nehmen. Was pumpt die denn momentan? 500. Ja, die reicht nicht, ne? Das muss noch abgebaut werden. Na gut, wieder was erforscht hier unten den Signalzähler. Zählt, wie viele grüne Signale erhalten wurden bis zu einem eingestellten Wert. Okay. Dann virtuelles Planetarium für führt interstellare Forschung durch, um neue Technologien zu erschließen. Oh, ist das ein neuer Forschungstisch? Verwendet Daten von Teleskopen und Forschungsmodulen. Duplikantenkontrollpunkt, das haben wir uns schon angeschaut. Dann der Arcade-Automat, 1,2 Kilowatt, jetzt geht's los mit den anspruchsvollen Gerätschaften. Zack, zack, zwei Stück hier rein. Dann Rohrleitung, passt. Stromleitung, die passt halt noch nicht, ne? Da werde ich mir mal überlegen, wie wir das am besten machen. Dann brauchen wir eine Automatisierungsleitung anschließend noch. Und wir bauen aus Goldamalgam mal hier was rein. Wird denn das auch aus Goldamalgam gemacht? Kupfer. Nö. Okay, dann ein ganz normaler Kupfer. Die halten ja auch ganz gut her. Und
Tja, das ist jetzt die Frage. Sollen wir da jetzt noch eine. Ja, wir. Eine zweite Leitung einfach noch, ne? Eine zweite Leitung noch dazu, die auch wieder gekühlt werden muss. Die wir aber dann jetzt wahrscheinlich nicht mehr so kühlen wie noch die andere Leitung hier. Ich überlege gerade, ob wir nicht doch mit einer Leitung zurechtkommen, aber das wird nicht klappen. Weil wir schon so am. Ja, man hat immer mal wieder ein paar kleinere durch, aber Sauerstoff hier ist schon echt immer fast komplett. Und Sauerstoff ist ja genau das, was wir auch brauchen hier unten. Na gut. So, wie sieht es denn aus? Haben wir jetzt hier schon genügend Zeug produziert? 8 noch. Okay. Also Strom, Leiterkabel hier vorne. Ja, wie wenig, dass ich hier bauen kann. Meine Güte, bis wir hier drüben ankommen. Da musst du aber noch ganz schön viel boxen jetzt. Da musst du aber noch einiges boxen. Kriegt er ja ganz schön kaputte Knöchel. Gut, also, wie machen wir das? Erstmal, wir haben jetzt zwei Probleme. Erstes Problem ist die Leitung nach unten. Zweites Problem ist der Strom. Könnt natürlich auch von hier oben eine extra Stromleitung über Solaranlage hier runterbringen. Problem ist, wenn keine Solaranlage mehr läuft, dann bekommen wir auch keinen Strom mehr. Deswegen würde ich das immer ganz gern vereinheitlichen. Wie gesagt, wir haben hier unten unseren Stromkeller, wo alles produziert wird und dann verteilt wird. Das wäre schon ganz gut. Also was wir machen könnten, wäre vielleicht hier, dass wir hier dann reingehen in diese Ecke. Dass wir von hier oben runtergehen. Meine Güte, das wird lang. Bis hier runter. Und dann in den Strom, in das Stromnetz hier reingehen. Nichtsdestotrotz müssen wir zuerst mal die jetzt hier noch anschließen. Und da müssen wir mal gucken, wie wir euch abtransportieren. Also das hier würde ich gern wieder intakt lassen. Dieses Abyssalit wegen der Abdichtung hier. Das heißt, wir bringen hier vor die Leitung, bringen das hier hoch durch die Isolationsleitung durch, müssen hier wahrscheinlich auch unter dem Keuchwurz durch. Ich kann hier nämlich keine Brücke mehr ersetzen, dadurch, dass die jetzt hier so nebeneinander sind, müssen wir uns in dem Bereich hier aufhalten für die Kühlung. Aber es ist nicht schön. Das ist nicht schön. Vor allem für die Radiatorleitung brauche ich ja auch wieder. Ja, die, wobei, das geht sogar. Da reicht das normale Metallerz. Das heißt, wir gehen mit dir. Hier raus, hier rüber. So. Okay, ich muss mal ganz kurz Pause machen, damit ich hier einen klaren Gedanken fassen kann. Wenn ich mich hier durchgrabe, bis hier rüber, dass wir uns im Eis hochbegeben, das wird mir halt alles dann wegschmelzen hier in dem Bereich. Einmal so. Und wir haben ja dann gesagt, wir wollen eigentlich dann an der Seite runter und dann hier unten rein. Weil ich will nicht noch, wir hätten zwar noch Platz hier für eine Leitung runter, aber das wird schon echt
richtig, richtig eng jetzt hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir gehen hier außen rum und werden dann mit einer ganz normalen isolierten Leitung hier außen runtergehen. Das heißt aber, ich muss hier doch irgendwo Abyssalit durchkreuzen. Zwar hier durch. Und, oh Gott, ich hoffe, das klappt dann auch so. Und ab hier gibt es dann die isolierte Gasleitung. Ich mache das mal jetzt so Pi mal Daumen und wir schauen mal, dass wir das dann auch bauen. Also wir müssen ungefähr in die Richtung hier so runterkommen. Am besten nicht so durch, dass hier das Wasser einläuft. Ist denn hier so die Temperatur relativ entspannt? Bin mir sicher, das wird genauso wunderbar funktionieren jetzt hier wieder. Dann hier unten wird es ein bisschen schwierig, weil ich hier den Boden nicht wegnehmen kann, ohne dass mir das Wasser hier runter platscht. Da könnte man vielleicht hier an der Seite vorbei. Hier an der Seite vorbei. Wenn ich jetzt hier den Boden setzen würde, damit wir mit der Leitung durchkommen, dann wird mir das ganze Wasser durchfallen. Gehe ich einmal fest davon aus. Okay, dann machen wir es anders. Wir machen das mal so. So und so. Wenn ich dann das wegnehme, müsste das eigentlich passen. Wahrscheinlich reicht sogar, wenn ich das hier nur so mache. Das hier runter. Dann müssen wir hier durch. Weiter durch. Und wir müssen runter bis ungefähr. Ja, wir können es auch hier reinbringen dann. Weil hier der Ausgang ist. Das heißt, wir gehen hier dann rein. Und hier hoch. Meine Güte. Ich hoffe, ihr schlagt jetzt nicht die Hände über den Köpfen zusammen. Aufgrund dessen, was ich hier fabriziere. Oh, wir müssen hier drinnen dann. Ah, da müssen wir mal gucken, ob wir hier Radiator machen wollen. Dass wir eine Radiator-Gasleitung reinsetzen. Und hier vielleicht ein bisschen die Kühle noch mit rausbringen, liebe Leute. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus vielleicht noch ein bisschen gekühlt jetzt hier unten ankommt. Wenn nicht, dann können wir das immer noch ersetzen. Also einmal hier, dann einmal isoliert. Dann müssen wir hier mal gucken, dass das läuft. Dann müssen leider ein bisschen was jetzt hier vom Eis entfernen. Und genauso hier drüben. Das heißt, die gehen jetzt einfach hier durch. Und dann lassen wir die kleinen, lieben Kolonisten mal wieder schön arbeiten hier. Ich bin sehr gespannt, ob sie das so hinbekommen. Die sperren sich doch bestimmt gleich wieder irgendwie selbst ein. Kannst du davon ausgehen? So, hier wird die Leitung gebaut, aber noch nicht der Container. Bevor ich dann hier unten das wegmache, werde ich auf alle Fälle zwischenspeichern. Mal schauen, wie das läuft.
So, wieder ein bisschen Stromkabel verlegen, solange wir Stromkabel haben. Forschung abgeschlossen. Das Teleskop und den Weltraumscanner. Den müssen wir dann oben bauen für die Stromproduktion. Ah, komm, wir gehen mal weiter. Guck mal, was wir noch so alles bekommen. Hier ist noch was zu erforschen. Gut. Ich werde das mal in der Pause machen, in der Zwischenfolge. Also, wenn ihr nicht dabei seid. Und vielleicht auch mal den Rest hier fertig bauen lassen. Kalorien sieht momentan richtig gut aus. Hier muss noch hochgebaut werden. Da müssen die Sachen noch gebaut werden. Wir müssen hier noch ein Automatisierungskabel hochbringen. Und wir brauchen hier noch eine Brücke. Eine Gasbrücke hier rüber. Genau. Alles Radiator, ne? Ja, alles Radiatorleitung, das ist auch okay. Bis hierher, hier ist es dann isoliert. Ich bin sehr gespannt, wann uns dieses Biom hier komplett wegschmilzt. Gut. Bisschen doof, dass wir jetzt hier schon Wasserstoff verbrauchen, oder? Glaube ja, aber das staut sich unglaublich zurück. Also so viel wird hier gar nicht verbraucht von diesem Kollegen hier. Das geht schon. Da bleibt auch wieder später noch ein bisschen Wasserstoff für die Stromproduktion übrig. Könnte ich mir vorstellen. So, die Leute schlafen. Wir können noch ganz kurz in den Drucker gucken. Der Gräber-Otto, der bekommt keine Eigenschaft. Es sei denn, er hat noch irgendwo ein Herzchen. Nein. Turner, der kann noch was machen. Schutzanzug kann der rein. Und der Hastur geht in den verbesserten Bau. Ist aber auch schon kurz vor knapp hier bei den Moralpunkten. So, nochmal ein bisschen Kalorien oder die Leuchtkäfer-Nymphe. Lieber ein bisschen was zu essen. Und dann werde ich jetzt mal kurz warten, bis das alles gebaut ist, liebe Leute. Und mir noch Gedanken machen, wie wir die Stromproduktion jetzt hier oben am besten machen. Ich werde es wahrscheinlich vorübergehend so machen müssen, dass wir hier unten anzapfen. Und zwar hier unten bei den 120 Watt. Ja, bei den 120 Watt. Dass wir hier noch mit dem Kabel irgendwie durchgehen, zweites Kabel daneben hochlegen. Erstmal. Und es wird wieder wunderbar, wird das hier. Und dann schließen wir die beiden noch an. Genauso dann die Gaspumpen hier oben. Oder die eine hier. Und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht doch noch genügend an Sauerstoff bekommen, ohne dass wir dann ständig diese Diffusoren hier laufen lassen müssen.